So, Fußball Harz jetzt hier nach dem Spiel. Hier ist der Trainer von FC Grone, Jelle Bringwert. Jelle, was sagst du zum Spiel? Was ist dein Fazit heute? Ja, wenn man verloren hat, ist das Fazit natürlich immer schlecht. Ansonsten bin ich mit der ersten Halbzeit mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Trotz des Rückstands haben wir gleich wieder reagiert. Wir hatten eigentlich, also ich hatte Goslar noch viel spielstärker erwartet. Sie waren gut, aber sie haben da gut gegengehalten, haben auch selber fußballerisch, denke ich, waren wir keine Klasse schlechter, mindestens gleichwertig 1-1 verdient. Vielleicht zum Ende der ersten Halbzeit waren wir auch die etwas bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit haben wir uns die erste Viertelstunde das Genick so ein bisschen gebrochen. Da haben wir die Zweikämpfe nicht so angenommen oder auch nicht so gewonnen, wie es sein musste. Sind dann 2-1 zum Rückstand geraten, haben zum Schluss dann noch alles probiert. Mit dem Pfostenschuss noch ein bisschen Pech gehabt und Elfmeter weiß ich jetzt nicht, ob man den geben muss oder nicht. Ich denke mal, das ist okay, wenn der Schiedsrichter nicht gibt, war jetzt nicht so hundertprozentig. Vielmehr hat mich in der ersten Halbzeit das Abseits-Tor, was leider stand ich genau auf Höhe, dass ich es genau sehen konnte. Dazu muss ich dir sagen, ich hab's aufgezeichnet, du wirst es heute Abend sehen können bei fußballharz.de. Ich muss dir das auch in Ruhe mal angucken mit dem richtigen Bildschirm, aber ich glaube fast, es war kein Abseits. Ja, wie gesagt, mein Gefühl sagt, es war kein Abseits. Ich stand also genau auf Höhe, sonst sage ich ja immer nichts, wenn man so ein bisschen steht, aber hat es Abseits gegeben, kann man nicht ändern. Nee, ist nicht zu ändern. Ja gut, das nützt ja nichts, das Leben muss weitergehen bei euch, geht's auch. Euer nächster Gegner, ihr habt ein Heimspiel, das ist der MTV Wolfenbüttel. Wie gehst du da in das Spiel mit deiner Truppe? Ja, so wie wir heute angefangen haben. Ja. Dazu muss man sagen, dass wir nach dem Sieg gegen Germania Wolfenbüttel 5-1, danach die nächsten zwei, drei Wochen, die danach kamen, waren sehr schlecht bei uns. 6-0 Niederlage bei Länge. Ja, das war dann so der Endeffekt. Also das war so der Schlusspunkt. Aber es ging los, dass die Trainingsbeteiligung nicht so war, wie sein musste, aufgrund von Arbeit, aufgrund des Studiums, viele Prüfungen hatten. Und das haben wir gemerkt, dann von Spiel zu Spiel, dass die Spiele eigentlich nicht so waren, wie es sein sollte. Jetzt geht es langsam einigermaßen wieder und ich denke, heute haben wir in Ansätzen schon ein gutes Spiel gemacht, was mich besonders, sagen wir mal, so ein bisschen nicht ärgert, aber was sehr schade ist, das waren eigentlich die Gegentore. Das hat ein, zwei ganz gute Chancen gehabt, die sie rausgespielt haben, das ist okay, ne? Aber die Gegentore waren eigentlich aus ganz leichten Fehlern von uns, vor allem das erste Gegentor, das ärgert dann einen, so hält ein bisschen, dass man... Oder ärgert jeden Tag. Ja, so ist das. Ihr könnt euch das gerne heute Abend oder spätestens morgen angucken. Dann könnt ihr euch die Tore nochmal anschauen. Wenn ein Spiel zu macht, dann ist alles okay. Ja. Da haben wir ja auch ab und zu mal drauf. Unser Tor war ja auch gut rausgespielt. Auf jeden Fall. Das muss man einfach mal akzeptieren. So. Das mache ich. Aber wenn man dann selber so einem Gegner so ein bisschen hilft. Aber ich sehe für euch trotzdem noch eine gute Saison auf euch zukommen. Ihr werdet mit Sicherheit noch den einen oder anderen Punkt holen, der euch vor dem Abstieg bewahren wird. Ja, müssen. Wir haben halt das Problem, dass wir einen kleinen Kader haben. Ne? Ja. Wir heute auch nur zwei haben wir auch Bank gesehen hier heute. Ja, stimmt. Zwei auf der Bank. Der Linus Grund wird jetzt nach Berlin ziehen. Ja. Ja, das heißt, dann hätten wir noch einen auf dem Bank. Ein, zwei Spieler kommen wieder. Unser Kader ist leider nicht so groß. Was ich vorhin schon erwähnt habe, im Training kann man leider nicht 9 gegen 9 spielen. Ja. So viele Leute haben wir muss halt improvisieren. Ja, leider Gottes. Leute haben wir nicht im Kader. Also wir müssen schon ein bisschen viel Eigeninitiative entwickeln. Ne? Ja. Hat man ja auch die Saison gesehen, dass die Spieler auf Gehalt verzichtet haben, um in der Liga zu spielen. Von daher ist alles okay und ich hoffe mal, dass die Mannschaft das so annimmt, dieses Spiel, oder auch so, dass Niederlagen können einen richtig stark machen. Ja, klar. Dass man sich nämlich ärgert, nochmal eine Schippe drauflegt und wie ich den Charakter meiner Mannschaft kenne, wird sie auch so reagieren. Ja. Und nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich habe keine Lust mehr. Gibt es ja auch bei manchen Spielern, so habe ich es ja nicht kennengelernt. Von daher gehe ich aus, dass wenn jetzt nicht großartig verletzt oder irgendwas dazukommt, dass wir uns da auf alle Fälle noch steigern können und wenn wir nicht absteigen wollen, auch natürlich steigern müssen. Also ich als Beobachter heute vom Spiel muss sagen, ihr wart nicht schlecht hier. Ihr habt zwar verloren, aber ihr wart nicht schlecht. Die Mannschaft funktioniert bei euch. Ihr habt gute Angriffe gestartet, gefährliche Konter gefahren, alles. Von daher könnt ihr ruhig trotzdem zufrieden nach Hause fahren. Zwar verloren, aber egal. Leben geht weiter. Jelle, gute Heimreise. Ja, tschüss.